Hallo Leute und willkommen zu einem weiteren Video von mir. Euer Destroyer LP ist wieder am Start und ja, Slendrina ist wieder da und sie möchten uns wieder an Slend jagen, aber das werde ich mir nicht gefallen lassen. Das ist diesmal das Haus auf Slendrina, also ist auf jeden Fall noch brutaler, weil das Haus, Leute, ich habe schon was darüber gehört, aber habe es noch nie gespielt. Und ja, da wollen wir einfach mal schauen, was mich dort erwartet oder uns dort erwartet. Würde ich mal sagen. Los geht's. Oh mein Gott, diese blöde Werbung, die kommt einfach so ins Gesicht. Easy. Wir wollen hier erstmal schauen, wie das so ist, wenn es auf normal ist. Weiß ich ja nicht. Wenn es also ganz okay ist, dann können wir ja mal auf normal machen. Okay. Mystery of Slendrina. Oh, she really is. Okay. Also auf jeden Fall noch richtig. Okay, es ist heftiger, Leute. Die Grafik ist besser. Yep, eindeutig realistischer. Yep. Ja, diese hier. Okay, ich bin mal ein wenig leise. Oh nee. Leute, wir werden eine Runde spielen. Oh, mal schauen, wie weit wir kommen. Gut, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mein Gott, ja. Oh, ich habe bestimmt gerade nicht erschrocken, aber ich schon. Oh. Gott. Das ist echt gruseliger, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr findet. Oh nee. Also nein, da gehe ich nicht runter. Später. Ist sie wieder hinter mir? No, doch nicht. Wunder. Auf jeden Fall finde ich hier auf der gruseliger. Slendrina ist sogar realistischer. Und ich habe gehört, da gibt es so eine Oma-Spinne. Aber ich weiß nicht, ob es es wirklich hier gibt. Ich glaube aber schon. Noch eine Seite. Oh, die Bilder sind crazy. Hier ist nichts. Mhm. Die kennt ihr nicht? Ja, die weiß ich nicht. Verstehe aber nicht nur, wenn man sie anschaut, dass man da stirbt, weil das ist schon wenig unrealistisch. Hm. Ist ja nur ein Geist, gell? Ist ja brav. Oh. Oh nee. Hier kann ich nicht mehr rein, ja. Mit dem Messer wieder. Ja, ich weiß es. Immer wenn ich irgendwas aufmache oder so, ist sie hinter mir. Das ist doch nicht schön. Und hallo? Oh mein Gott. Oha. Hier glaube ich geht es zu Oma, weil es hier extrem nach alten, älteren Leuten aussieht, wie dann die Tapeten und so. Ja, okay. Ja, voll. Ja. Ah, doch nicht. Was? Ich habe schon 5 Seiten. Okay, also. Da gehe ich nicht lang. Oh mein Gott. Ah, das war irgendwie. Hä? Irgendwas hat mich blockiert. Ich habe es doch gewusst. Die Oma-Spinne. Gott, die gibt's echt. Die ist brutal, Leute. Die ist auf jeden Fall brutal. Das ist schon gruselig, muss ich sagen. Leute. Das war doch mal knapp. Haha, du blöde Slendrina, du wirst jetzt auseinandergenommen. Die wird echt auseinandergenommen. Und die letzten Tage kam kein Video. Ich war krank, Leute. Ich war nicht in der Schule. Deswegen kann ich auch schlecht aufnehmen, weil die in meiner Schule gucken auch meine Videos. Und dann müssen die denken, die sich. Oh. Ja, da denken die sich, dass ich hier schwänze. Das ist schon stimmt schon, was ich denke, nein. Mein Gott, ich guck doch nur so ab. Was ist, wenn ich da hingehe? Sieht nicht so.
Wow, Sandina. Was ist hier Schlafraum? Geh mal lieber sofort raus. Und wir ziehen uns sauer. Da kommt er nicht auf. Da war ich noch nicht. Oh mein Gott. Bin ich schon da? Ja, hab schon gesagt, das ist gut. Ja, okay, mein Gott. Wie kann man nur so krank sein? Ist ernsthaft? Wie kann man nur so krank sein und so in ein gruseliges Haus reingehen? Da würde ich nicht reingehen. Weil ich weiß, dass das irgendwie was ist. Und ich wüsste, der Typ weiß ja, oder die Frau, die wir auch immer sind, die weiß ja, dass da drin was ist. Weil die haben wir im letzten Teil. Ich glaube ich mal, dass die dasselbe sind. Mit 8 Page und Open this K-Cabinet. Ah. Ah, das ist ja. Okay. Ich muss es dann halt öffnen, wenn ich 8 Seiten habe. Warum brauche ich 8 Seiten? Ah. Okay. Das ist auch extrem gruselig. Gut, also hier ist kein Zettel. Vielleicht noch ein Stuhl irgendwo? Nö. Da muss doch irgendwo ein Zettel sein, oder? Einmal ein Schlüssel. Bin ich hier fast übersehen. Haben wir noch einen Schlüssel? Das ist auch gut. Ah, vielleicht können wir damit ja das auch machen. Nee. Ich habe ja vorhin die Tür aufgemacht damit. Also wo es jetzt noch lang gehen könnte, wüsste ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Video geht, aber es ist nicht so schlimm. Ich habe gesagt, ich mache eine Runde. Okay, wenn ich nicht mehr weiterführe, Leute, tut mir leid. Ich kann ja nichts mehr weitermachen. Ich weiß ja auch, wie ich das stoppen kann, weil ich werde es heute nicht mehr spielen. Also kann ich es dann stoppen, theoretisch. Super. So, okay. Wo war ich denn noch nicht? Und hier bin ich ja damals an dem Keller. Stimmt, wo war der denn? Das ist die Oma. Ja, okay, ist gut. Dafür müssen wir leider sein. Nee, ist nicht. Ah, das ist also die Oma. Ich muss sagen, die sieht ja noch gruseliger aus. Hat die sich gerade bewegt? Okay. Hallo? Oh mein Gott. Okay. Nee, Hulu. Hallo. Alter, wo ist der hin? Nee. Boah, Leute, Alter. Ich glaube, es hat sich bewegt, dieses Gesicht. Ich weiß aber nicht. Okay, auf jeden Fall. Wow. Respekt an die Entwickler. Richtig gut gemachtes Spiel, auf jeden Fall. Besser als das erste. Slendrina, der Killer. Da unten war ich nicht. Ja, stimmt, da unten bin ich. Die Dorfglocke, die war nicht da. Ah, den Kellerschlüssel. Okay, die hat auf jeden Fall. Also da gibt es echt ein paar Orte, die. Das habe ich aber richtigen Schock gerade bekommen, Leute. Richtigen Schock. Der Schlüssel muss doch irgendwo sein. Das ist jetzt die Frage, wo das Schlüssel ist. Vielleicht hier hinten. Guck mal, wie lange die Folge schon geht. Oh, 10 Minuten noch. Okay. Ja, Leute, ab 10 Minuten, ja, da würde ich mal sagen, hier beende ich jetzt die Folge. Und wir werden jetzt einfach mal hier Pause machen. Geht das irgendwie?
Okay, ja. Gut, Leute, das wäre es dann für diese Folge. Wir haben geschafft, 6 Seiten zu bekommen. Ich versuche es nächstes Mal weiterzumachen. Und ja, da würde ich mal sagen, haut rein, euer Destroyer-LP und ciao, Leute. Ups. Sorry, Leute, ich habe es falsch gedrückt. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal.